take a trip to my. Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archi Gaming. Flo wird am Start. Heute gibt es eine neue Promo, die Triple Threat Promo ist am Start mit Team Nummer 1 und auf Deutsch übersetzt dreifache Gefahr. Da gucken wir uns heute alles an. Natürlich alle Spieler, die rausgekommen sind. Wer ist in Packs? Wir gucken uns an die Ziele. Wir gehen rein heute wieder in ein XXL-Video. Bleibt also gerne bis zum Ende. Holt euch was zu essen, holt euch was zu trinken. Wir haben einige Packs, die wir öffnen. Wir haben Player-Picks, die wir öffnen. Und wir haben auch ein tatsächliches Free-Pack von EA, ein 83x3er-Pack. Also, schreibt mir rein, wie habt ihr in eurem 83x3er-Pack in die YouTube-Kommentare. Und damit let's go und rein ins Video. Und wenn ihr es feiert, dass ich täglich für euch am Start bin, nehmt euch heute kurz die eine Sekunde Zeit, Daumen nach oben da lassen, Support ist kein Mord, ihr wisst Bescheid, 500 Likes auch heute wieder. Das Like-Ziel, falls ihr komplett neu sein solltet und rund um die AFC nicht verpassen wollt, gerne kostenlos die Glocke einmal aktivieren und natürlich, wie gesagt, gerne eure Meinung zum heutigen Triple Threat Promo-Content reinschreiben in die Kommentare. Und damit starten wir rein. Ich bin richtig geil, Freunde. Ich freue mich gleich auf die Packs. Ich habe einige ready gemacht. Topper-Team-Packs und viele, viele, viele weitere Packs, die auf jeden Fall anstehen. Ich freue mich gleich, mit euch gemeinsam reinzugehen. Holt euch was zu essen, holt euch was zu trinken. Es wird heute länger dauern, Freunde. Wieder Freitag hier mein XXL-Video. Ich freue mich drauf reinzugehen. Und wir fangen mal an mit der EAFC-Nachricht. Also, da heißt es, dreifache Gefahr, Dreiecke aufzubauen, ist Teil der Fußball-DNA. In Triple Threat kannst du mit Triple Threat Spielerobjekten und Heroes eigene Vereinsdreiecke zwischen aktiven und früheren Fußballstars aufbauen. Wir haben jetzt das Beispiel auf der rechten Seite mit Kimpembe, Ginola und Kachaoui am Start und da heißt es dann weiter, Triple Threat Spielerobjekte und Heroes sind während der Kampagne in Packs sowie durch ausgewählte SBCs und Aufgaben erhältlich. Natürlich auch heute, wir gehen rein unter anderem in die King SBC beispielsweise, die am Start ist, aber heute Mittag ja auch schon PO Terms rausgekommen, dazu gleich alles mehr. Dann zum Start der Triple Threat Promo erhältst du außerdem ein seltenes Goldspieler-Pack mit 3 83 Plus Spielern, Freunde. Das erste Mal, dass wir wirklich zum Start der Promo, wenn ich mich richtig erinnere, eine wirklich reelles Free Pack bekommen. 83 mal 3er Pack for free, also für alle von uns. Und dann heißt es weiter Scanner QR Code und für weitere Informationen, wir gehen gleich auf die offizielle EA-Seite, gucken uns da die weiteren Informationen an. Also alles rund um dreifache Gefahr, Triple Spread erfahrt ihr heute hier in diesem Video. Ja, haben wir die Nachricht auf jeden Fall schon einmal durch, Freunde. Heute Mittag ein weiteres separates Video übrigens online gekommen, wozu natürlich zum Event, was wir gestern besprochen haben, und zwar zu diesem FC Pro Open. Falls ihr also da Probleme habt, euch zu connecten, kurz vorweg, heute Mittag online gegangen, und zwar, wie könnt ihr euer EA-Konto mit eurem Twitch-Konto verknüpfen? Also morgen und übermorgen ist ja das Event am Start und da können wir uns ja quasi Free Packs gönnen. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch heute hier in diesem Mittagvideo. Packe ich euch nachher in die Endcard, falls ihr euren Account noch nicht connected haben solltet oder dort Probleme habt. Ja, Freunde, fangen wir erstmal an. Wir haben hier wieder eine Startinfo. Dreiecke gehören zur DNA. Okay, gleiches, was wir eigentlich eben gelesen haben. Wir haben Grealish und Greenwood und Touré für den Man City Beispiel-Link. Und deshalb gehen wir erstmal, bevor wir uns jetzt alles in-game anschauen, erstmal hier auf den Screen, denn das ist der offizielle Post von EA. Sie haben mich gepostet, das sind die Karten, die in Packs sind. Und das wollt ihr natürlich jetzt eigentlich mal am Start wissen. Das ist Ginola zum einen, Morientes, Touré, Cole. Wir haben Kubu und Coit als Heroes. Wir haben Kachaoui mit Grealish, mit Thiago, Skaska. Dann haben wir Cavajal, Greenwood, Kirby, Kimpembe, Gallagher, Athenia, dann haben wir Kakere und Kiernan als weitere Spieler in Packs. Ja, und wie gesagt, ich habe es eben schon erwähnt in der Infonachricht. Also, was ist hier los? Wir haben einmal eine Frau, ein Mann und eine Hero-Karte, die also für jeden Verein am Start ist. Ja, wie wir es jetzt also am Beispiel beispielsweise von eben City haben. Als weiteren Post haben sie dann das hier gemacht, Triple Threat, wo wir dann links Athenia haben, Cascarino und Kimpembe, warum sie die jetzt quasi hier als, ja, drei aus unterschiedlichen Vereinen reingepackt haben. Ich könnte mir vorstellen, eventuell, dass sie zueinander linken, aber ich weiß sonst nicht, was sie hiermit auf jeden Fall sagen wollen. Wir werden uns das gleich anschauen, alles on Detail auf der offiziellen EA-Seite. Jetzt gehen wir aber erstmal und zwar rein in natürlich den Konsolen-Content. Also dreifache Gefahr ist jetzt am Start, die neue Promo für eben eine Woche in im Ganzen erhältlich. Ich weiß nicht, ob wir da auch zu den linkmäßigen Sachen irgendwas schon hier in-game lesen. Können das nachher mal abchecken. Okay, hier haben wir auf jeden Fall alle nochmal zu sehen. Dreifache Gefahr. Komisch, dass ich auch nicht nehme. Okay, Rating-Basis ist halt hier quasi geordnet. Aber lasst uns mal reinstarten und zwar mit den Zielen, Freunde. Ja, in aller Ruhe sozusagen reingehen in das Ganze. Wie sieht's hier aus? Also, oh, ist hier was Neues dazugekommen? FC Pro Twitch? Wait, what? Ach, guck mal an, Freunde der Sonne. Das ist witzig.
Das ist ja witzig. Okay, wir haben tatsächlich, ich habe es eben erwähnt, verknüpft dein EA-Konto mit Twitch, um ein Draft-Token und dein Pack-Boni zu erhalten. Alle Belohnungen sind untradable. Also, passt ja perfekt zu dem Video, was ich heute Mittag tatsächlich gemacht habe. Also, wenn ihr euer EA-Konto mit Twitch verknüpfen wollt, Freunde der Sonne, das Video ist heute Mittag online gegangen. Sehr, sehr witzig. Und dafür bekommt ihr ein Mega-Pack, oh mein Gott, und Draft-Token. Ja, das nehmen wir natürlich direkt jetzt erstmal mit. Was ist hier denn los, Freunde? Also, das ist ein geschenktes Pack. Falls ihr da Probleme haben solltet, wie gesagt, geht auf das Video von heute Mittag. Da packe ich euch auf jeden Fall, oder da erkläre ich euch, wie das Ganze easy funktioniert. So, also das auf jeden Fall quasi ein weiteres Free Pack, aber wir sind im Live-Segment. Wie sieht es hier aus? Legendär EP auswärts haben wir da am Start. Trage etwas Legendäres, setze das eigene Auswärtstrikot an und meistere Aufgaben, um EP zu erhalten. Legendär EP heim. Wait, what? Was ist hier denn alles am Start? Heilige Mutter, dreifache Gefahr, James Madison. Eine Woche da. James Madison, weiteren Engländer. Nach Bowen haben wir als Objective-Karte. Okay, gucken wir uns den erstmal in Ruhe an. Also, da haben wir jetzt am Start, und zwar Steilpässe, drei Tore. Okay, Steilpässe vorbereiten. Verbuche in 6, ein Tor, eine Vorlage mit Mittelfeldprofis. Alles klar, erzielt jetzt Squad Battles. Okay, Rival Champs, 9 Tore mit englischen Profis. Und gewinne 12 Partien mit 3 Premier League-Spielern in deiner Startelf. Kriegen wir hin. Sehr, sehr simpel. Könnt ihr ganz einfach eingehen. Ich dachte euch jede Woche, einfach in Squad Battles auf Halbprofi. Die Halbzeiten gehen nur noch 4 Minuten. Das ist wirklich absolut schnell gemacht. Dann als nächstes haben wir hier die Hero King Geschichte. Da zeige ich euch irgendwas von meinem SBC-Konto. Jetzt spiele 3 Partien in einem beliebigen Ultimate-Team. Also stell dabei dreifach Gefahr Hero. Ah, okay. Für ein 80x2er-Pack und ein 81x2er-Pack. Und dann geht's weiter mit der Jagd. Oh, erledige die dreifache Gefahr Madison-Aufgabe, die dreifache Gefahr Hero-King-Geschichte und dreifache Gefahr Neville-SBC. Auch dies heute neu. Nutze dafür eine dreifache Gefahr-Items. Alle Belohnungen sind untradable. Okay, also quasi hier, ja, die Kombination von Tottenham, also Hero, Neville als Frau und dann haben wir quasi Madison für die Herren quasi am Start. Und da können wir dann müssen wir hier mit den drei dann reingehen. Während dreifache Neville-Geschichte in der Start-App steht, müssen wir eine Aufgabe machen. Neville, Madison. Okay, und hier sind dann Neville hier. Oh, Freunde. Okay, das ist krass. Eine Woche da, heißt es im Umkehrschluss, dass wir die SBC machen müssen von King? Breite in Squad-Battles. 5 Tore vor, kitzeln ein. Triff in 10 separaten. Okay. Und der Gruppenreward nochmal 84x3. Okay, das ist interessant. Da bin ich mal sehr gespannt auf eure Meinung dazu. Und dann haben wir hier irgendwie mit dem Eigenheim-Trikot, wo wir uns EP einsammeln können. Und legendäre EP mit dem Auswärtstrikot. Okay, als Edition. Interessant. T-bezogene Aufgaben war am Start. Seasonal scheint auch nichts Neues dazu zu sein. Und Meilensteine. So, grundsätzlich auch nichts Neues. Okay, haben wir das schon mal abgehakt? Da war jetzt schon mal sehr viel am Start. Krass, okay. Hätte ich jetzt tatsächlich erstmal grundsätzlich nicht gedacht, dass da so viel um die Ecke kommt. Interessant, Freunde. Machen wir weiter im SBC-Segment. So, hier wird es interessant. Da war schon mal bei den Favoriten am Start die ganzen Sachen. Wir haben heute neu am Start Landy King. Mohamed Salah kam schon früher raus als POTM. Wir haben wieder eine Team of the Week Player Pick SBC. Dann aber Neville als Spieler SBC. Und wir haben natürlich hier eine Loan-Geschichte. Also Upgrade. Ah, okay. Ich verstehe, Freunde. Ihr seht es gerade. Also wir können auch mit der Loan-Ledley-King-Geschichte tatsächlich die Objective-Geschichte machen, weil sie ist wiederholbar, die ganze Geschichte hier. Ja. Refresht sich in 23 Stunden, ist eben oder läuft ab in 6 Tagen insgesamt. Okay, das heißt, wir können mit dem Loan dann doch einige Aufgaben auch machen. Das ist doch auf jeden Fall schon mal sehr good to know. Und Martinez kam auch schon mal aus früher und ich will jetzt erstmal anfangen mit euch, und zwar mit den POTMs. Und wir fangen mal an bei dem Martinez SBC, denn die, wie ich finde, ist auf jeden Fall ein Muss. 29 Tage da und es sieht wie folgt aus. Wir müssen 83er mit Team of the Week abgeben und 84er mit Team of the Week. Jetzt zeige ich euch mal, was diese Martinez-Karte kann und dann ist eigentlich klar, diese SBC ist ein Muss. 4 Sterne, Hochmittelarbeitsraten, Stürmer, die Position und dann guckt euch das bitte mal an. Also, 87er Dribbling, 89er Schuss, 84er Tempo und dann eine 87er Physis mit 95 Sprungkraft, 90er Kopfpräzision, mit 92 Aggressivität und guckt euch mal die Dribbling-Sets an.
Es ist 88 Beweglichkeit, 91 Balance, 90er Reaktion, 88 Ballkontrolle, 86 Dribbling und 88er Ruhestat. Der Schuss ist bombastisch gut und dann das Tempo und Spielstil bringt er auch noch mit, 3 Stück. Also für das, was wir abgeben müssen, für die Zeit, die wir Zeit haben für die SBC und was diese Karte mitbringt, alleine mit den 4 Sternen und mit den Stats, für mich eine SBC, die in diesem Zeitraum auf jeden Fall ein Muss ist. Lasst mich gerne eure Meinung dazu wissen. Ich finde es auf jeden Fall ein dickes, dickes Muss. Gehen wir kurz zur zweiten POTM-Geschichte. Das ist Salah. Der ist natürlich saftig teuer. 29 Tage da. Es ist ein Premier League POTM. Ja, sind wir echt großartig verwundert. Es sind 8 Segmente. Ja? Dass die uns den schenken, das war klar, dass die das nicht machen. Und insofern müssen wir hier einen 85er abgeben, noch einen 85er, einen 85er mit Team of the Week, dann 86er, 1, 2, 3, 87er, 88er und that's it. Also ihr seht, da ist natürlich einiges an Futter, was wir reinpacken müssen. Vielleicht habt ihr darauf hingespart. Interessant, und das habe ich mir auch noch nicht angeschaut, ist der Vergleich natürlich zu der Trailblazer 91er Great Salah-Karte. Also grundsätzlich erstmal, wie sieht es preislich aus mit der SBC im Vergleich zu der Trailblazer-Geschichte und natürlich dann eben auch von den Stats. Was wir schon mal grundsätzlich sagen können ist, 4 Sterne, 3 Sterne. RF, RM, Liverpool Premier League ist klar. Und dann haben wir natürlich auch hier Top-Tempo, Top-Schuss-Stats, Top-Dribbling-Stats und generell, es ist Musala, Freunde, es ist eine Top-Karte, ja. Und dann bringt er mit Spielstile, dabei Playstyle Plus, natürlich hier angeschnittener Schuss. Lupfer bringt er mit, wir haben hier die Raserei und Trivella, also typischer Salah-Karte. Gucken wir uns gleich im Vergleich bei Footbin genauer an. Packen wir erstmal die POTMs jetzt hier raus und kümmern uns um den Content, der eben gekommen ist. Und das ist zum einen erstmal hier die Lone SBC. Fangen wir mit dem mal an. Also, Ledley King bekommen wir. Oh, das ist nice. Okay, Anzahl Spieler im Team 3, genau Bronzekarten. Ja, nice. Ja, machen wir direkt, Freunde. Machen wir doch direkt. Qualität, Bronze, habe ich noch Untrades, 2 Stück, kommen die direkt hier rein. Zack, zack. Und noch einer. Das war alles. Das war unfassbar, aber wahr. Das ist tatsächlich alles. Absoluter Win. Absoluter Win. Also in die SBC bitte reingehen. Player Pick und Packs machen wir gleich. Da auf jeden Fall reingehen. Allein natürlich schon aufgrund der Tatsache, dass wir die Objective-Geschichte haben, die wir uns gerade eben angeschaut haben. Ja, dann aber am Start die King SBC als Ganze natürlich. Auch hier interessant zu wissen, auch wieder 14 Tage Zeit. Nicht eine Woche, ja, es sind wirklich aktiv 14 Tage, die wir hier die SBC am Start haben. 4 Segmente, natürlich teuer. Ich meine, es ist der Ledley King-Karte. 1,88 ist er groß, IV. Und dann haben wir 86er Reaktionsstat, ausgeglichenes Tempo, 90 Def, 81er Physis am Start. Wir kennen sie alle, Ledley King. Kam damals ja in den Moments verspätet. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt noch. Wir können gleich mal in die Moments gehen. Vielleicht gibt es da auch was Neues. Checken wir nachher ab. Und dann haben wir Defensive fast alles hier an Playstyles. Playstyle Plus natürlich Antizipation. Also, jetzt ist die Frage, wie teuer ist er? Ist es gut gepriced oder nicht? Ich weiß es noch nicht. Wir gucken rein. 84er mit Team of the Week. 85er, 86er und 87er. Also ganz normales, ja, immer ein Step höher. Ein paar Packs bekommen wir natürlich zurück. 50-50 sehe ich das Ganze. Ich meine, es sind aktiv 2 Wochen, wo wir Zeit haben, die SBC zu machen. Schwieriges Ding. Wir werden es auf jeden Fall im Auge behalten und gleich mal bei Footbin abchecken. Auch natürlich im Verhältnis dann. Macht es Sinn, preis-leistungsmäßig dann so eine Untravel-Karte für Futter X eben zu swipen, auszutauschen. Gerade auf der IV-Position müsst ihr mal schauen, ne? Ob ihr dann auch im Verein quasi jemanden habt und sagt, okay, brauche ich auf der IV-Position? Packe ich dafür jetzt einen Van Dijk raus? Wahrscheinlich eher nein. Packe ich dafür, ne? Also das muss man dann immer individuell betrachten, je nach Squad. Aber das werden wir gleich etwas genauer bei Footbin uns anschauen. Dann wieder am Start. Bin ich gespannt, ob das jetzt jede Woche Freitag so ist. Wieder eine Team of the Week Player-Geschichte. 82 plus fast ja, glaube ich, auch letzte Woche. 82er und 83er gerateter Squad auf jeden Fall hier. Oder war es letzte Woche 81 plus? Ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall Team of the Week Player Pick. Anscheinend jetzt jede Woche Freitag am Start. 4 Tage da. Einmal wiederholbar. 23 Stunden der Timer drauf. Also wie bei der Lohngeschichte von King eben.
Ja, und dann haben wir als nächsten Tottenham-Spieler, Spurs-Spieler, die Spielerin Neville am Start mit nur einem Segment. Ja, und da müssen wir Folgendes abgeben, und zwar ein 83er Graden Squad mit mindestens einem 85er Höhegraden plus ein Engländer, eine Engländerin, 88er Graden Rechtsverteidigerin, die auch offensiv spielen kann, 3 Sterne, 4 Sterne, kann auch RM als auch LM, also rechts wie links, zumindest offensiv, Rechtsverteidiger, rechter Außenverteidiger sonst noch drauf auf dem ganzen Ding. Und dann haben wir eine relativ ausgeglichene Karte, also passend auf die Position bezogen, ja, so Richtung Schienenspieler im Endeffekt. Ja, wir haben eine Körpergröße 1,71, relativ groß, sagen wir mal so, für eine Frau auf jeden Fall. Wenn man so Anlass sieht, was da rausgekommen ist, 1,59 und so weiter und so fort. Und dann, was ich interessant finde, 7 Playstyles. Ich weiß nicht, wie seine Base-Karte von ihr aussieht. Die sollte auch schon sehr OP sein, habe ich gehört. Aber was wir festhalten, 7 Spielstile sind am Start für einen 83er Graden Squad. Not bad. Und wie gesagt, wir haben ja auch die Aufgaben mit dabei in der Objective-Geschichte. Also im Endeffekt, ich will nicht sagen, wir werden gezwungen, die SBC zu machen, ja, aber im Endeffekt, es ist, glaube ich, ein guter Trade. Für eine 88er Graded Neville-Karte, nur ein 83er Graded Squad, das kann man mal machen. Und die SBC ist jetzt eine Woche da. Nicht 2 Tage, das ist auch nicht 2 Wochen, das ist auch interessant to know, interessant zu sehen und das auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. Wie gesagt, in den Zielen dann zu schauen und zu gucken, okay, wie mache ich jetzt die Aufgaben? Ich würde erstmal reingehen, James Maddison abschließen, die Packs hier mitnehmen, Maddison an sich mitnehmen natürlich, mit King und mit der Loan-Geschichte. Seht ihr hier, spiele 3 Partien, das kriegt er ja hin beispielsweise, ja. Da bekommen wir dann 80x2er-Pack und stelle dabei eben den einfach nur in deine Startelf und ein 81x2er-Pack. Ihr seht, da ist auch ein Timer dran, wiederholbar einmal, 23 Stunden, 33 Minuten. Also da ist schon allein mit der Loan-Geschichte natürlich das auf jeden Fall easy zu machen. Und dann das zu kombinieren mit eben dieser Neville SBC und hier den Aufgaben, ja, warum nicht, warum nicht? Weitere Packs, ihr gibt uns auf jeden Fall die Möglichkeit, ob man dann reingehen will, muss jeder für sich selbst entscheiden, die Möglichkeit ist auf jeden Fall da, ja, und das sollten wir auf jeden Fall erstmal grundsätzlich gut finden. Ich weiß nicht, ob da die ganze Zeit eine 2 angezeigt wird, ich gucke mal, ob hier noch irgendwas nicht abgeholt ist. Scheint ein visueller Fehler zu sein. Man kennt es von EA, Freunde. Man kennt es von EA. Und dann gehen wir mal rein in den Shop. Beziehungsweise fangen natürlich erstmal an mit dem Player Pick. 83 plus, Freunde. Und mal gucken, ob heute eine Triple Threat Geschichte um die Ecke kommt. Wir starten erstmal langsam rein. Wir könnten Depay erstmal jetzt mit dem hier. Mit einem 84er. Ja, hätte besser sein können. 83 plus Player Pick. War aus den Zielen. Nehmen wir mal so mit. Wir fangen mal an wieder mit den Trade Packs. Das erste ist Premium Gold Pack. Fangen wir damit erstmal an. Wie gesagt, Top-Partien-Packs sind mit dabei. Die Frage ist, was kommt jetzt um die Ecke? Was Gutes, was Schlechtes, irgendwas dazwischen? Wir finden es. Ja, ich denke immer bei sowas, ob es ein Team of the Week ist, der da um die Ecke kommt, ne? Weil es so unfassbar schwarz ist. Denke ich da mal kurz, okay, ist es ein Team of the Week? Nein, ist es aber nicht in dem Fall. Sehen wir zum nächsten Tradable. Ein kleines Pack mit 5 Gold drin. Wie sieht es hier aus? Spanien, ZDM. Jetzt muss ich das erstmal wieder umgewöhnen. Man hat sich an Team 1 und 2 von den Saturns gewöhnt. Und jetzt muss man einmal überlegen, okay, wer kann jetzt als weitere Special-Karte um die Ecke kommen? Nation, Position, Verein. Mega-Pack aber am Start, unter anderem auch hier. Machen wir mal den Einzel-Draft-Token, das Pack. Da ist der Token mit dabei, ist schnell abgeholt. So, wie viele Packs haben wir jetzt insgesamt noch? 23, also über 20 sind da noch abzuholen. Wir gehen mal kurz durch, dann seht ihr, was wir an Packs haben. Also die lassen sich auf jeden Fall sehen. Und wie gesagt, was sehr, sehr nice ist, oh, wir haben sogar auch noch ein anderes 83x3er-Pack. Eins davon ist das Free-Pack. Sehr, sehr wichtig und sehr, sehr nice. Machen wir hier das nächste kleine Pack auf. Tradable Italiano. Rechtsverteidiger. Ja, Klassiker, ne? Also zieht man auch nicht gerade selten. Calabria haben wir sogar auch schon und damit 3 Duplikate auf die Transferliste. Und machen wir das Megapack schon auf. 2 Profi-Pack, komm, ein seltener ist hier drin. Oh, Freunde. Ach, es ist schon wieder. Es trollt mich immer wieder, Freunde. Natürlich ist auch ein Silberspieler mit dabei und der ist selten. Ah, es ist so oft, es ist so oft. Ich weiß nicht, ob ich damit alleine bin, aber ich sehe dann erstmal kein Goldflair wie eben und denke dann erstmal, mein erstes Gedanke ist so, okay, wer könnte es sein? Wer könnte es sein? Polen, LM und die Frau, die ich wollte gerade sagen, Bayern?
Wer ist da dabei? Haben wir tatsächlich immer noch. Haben wir die nicht genauso letzte Woche Freitag auch gezogen? Ich bin mir schon gar nicht... Es könnte sein, dass wir die letzte Woche Freitag gezogen haben und so lange jetzt im Verein behalten haben. Es könnte sogar sein. Prime gemischtes Profi-Pack. Ah, das Mega-Pack ist das von den Top-Partien, ne? Stimmt, das war ja das Tradable Reward. Sehr, sehr nice. Und hier haben wir auch eine Karte, die man nicht gerade wenig zieht, würde ich sagen, mit Hummels am Start. Ah, 82 und 83 haben wir ein bisschen Rating. Und Baku, der sich in den Duplikaten versteckt, ab auf die Transferliste. So, da würde ich sagen, machen wir als nächstes auf das Tradable Mega-Pack. Ist es Mega? Belgien? Stürmer? Immerhin ein Lukaku. Es geht doch langsam. Vom Rating her, ich meine, alles so 83 und 84 nach oben hin. Ja, hier sind jetzt einige mit dabei. Drei Duplikate. Angel ist dabei. Premier League Manager. Sehr gut, nehmen wir immer mit. Und sogar ein Free Pack. Freunde, Free Pack ist da. Free Pack ist da, sehr gut. Ah, die können wir discarden. Nehmen wir die 454 Münzen mit. Free Pack aus dem Mega Pack. Ein Gold Pack, ja. Ja, im Gönnermodus. Oh. Ja. Wait. Oh. Nee, ist aber nicht drin. Ulbrich. Shadow ist dabei. Ey, Freunde, hat sich jetzt schon gelohnt. Vicino ist es. Sehr, sehr nice. Könnte ich jetzt für 5k verkaufen? Ich pack's erstmal in den Verein. Nutzen wir dann auf eigenen Spielern. Sehr, sehr wild. Also das Free Pack war jetzt auf jeden Fall schon mal richtig gut. Haben wir noch Trailer Packs? Oder wie sieht's aus? Hier hinten haben wir noch zwei. Seltene Gold Packs. Machen wir die als erstes auf, bevor wir in die Untrades gehen. Ah. So, ich muss jetzt hier nochmal nebenbei mir hier die Teams aufmachen. Was wir zu ziehen haben. Zack und zack. Dann haben wir das mal hier in der Übersicht. Traurig wird es jetzt. Also, auch interessant an, wie das generell farbmäßig aussieht. Enko ist mit dabei, sehr cool. Und wie gesagt, Traoré. Ginola, Morientes, eher so das Dunkle, aber überhaupt gar nicht ins Lila gehen, eher so bräunlich. Fast schon jetzt wie die Centurions. Und dann Triple Threat, die Lila-Karten, die da am Start sind. Man United, jetzt habe ich nicht geguckt, was war Position, Nation, habe ich überhaupt nicht gesehen. Ja. Als wäre es auch gewesen. Redford oder sowas. Zwei Hawks. Also die Chemistry Styles, zumindest sind die gerade am Gönnen. Zumindest etwas. So. Jetzt geht's los, Freunde. Jetzt 16 Packs. Und die Frage, wenn wir natürlich Futter haben, gehen wir rein in der SBC. Was kommt um die Ecke? Wir haben Portugal, RM. Das können wir skippen. Und, ach guck mal, die hatte da auch eine SBC. Ich bin immer mal wieder irritiert davon, also positiv, dass dann doch so viele Objekte noch nicht in meinem Verein sind, nachdem, was wir alles so an Packs schon geöffnet haben, ob es jetzt kleine Objekte sind, Choreos, Stadien und so weiter und so fort, bin ich immer mal wieder irritiert von der ganzen Geschichte. Ein Seltener jetzt nur hier drin, IV müssen wir, Libertadores oder sowas, ja genau, müsste sein. Also reine Spielerpacks, wie gesagt, immer nice, ne? Nimmt man einfach mit. Kann man nichts gegen sagen. Und die beiden sind untrade. Werden sie schnell discarded, dann können wir weitermachen. Hoffentlich ziehen wir schon ein, Freunde. Das wäre natürlich wild. Lass uns mal mit den 82 Plus Packs hier weitermachen. England. ZDM. Menu. Ist das die Frau? Ja. 82er haben wir schon. Tradable ab auf die Transferliste. Next one, 82 plus Nummer 2 mit wieder 82 Deutschland ZOM. Ah. Es war ja klar. Haben wir natürlich auch schon im Verein. Ich hatte jetzt gehofft, wir haben ihn nicht im Verein. Aber gut. Okay, Megapack, 18 seltene. Komm, mach die lila Leuchten an. Da haben wir jetzt, ja, zwei Chancen, Foden oder Grealish. Ah ne, Grealish ist ja, siehst du, jetzt habe ich schon gesagt, Grealish ist natürlich jetzt in Promopacks, also 88er graded. Das ist das, was ich eben meinte mit, jetzt muss man sich mal umgewöhnen. Hunter war mit dabei, sehr gut. Jetzt muss man sich erstmal umgewöhnen. Siehst du, da wollte ich schon sagen, jetzt haben wir zwei Optionen, Foden oder Grealish. Ich glaube sogar letzte oder vorletzte Woche hatten wir das gleiche Problem quasi. Da habe ich ja gesagt, okay, es wird ein Grealish und dann war es ein Foden. Aber, ja, Grealish jetzt 88er Rating. Thiago dann am Start.
Und was ich mich gerade noch so frage, aber es könnte jetzt zum Mini-Release natürlich dann passen, kommt Bundesliga, ist natürlich jetzt quasi noch komplett fehl am Platz, ne? Bundesliga fehlt irgendwie so komplett irgendwie gefühlt. Also da bin ich mal gespannt, wann die kommen, wie sie kommen, erst in Team 2. Wäre eigentlich cool gewesen, oder vielleicht wäre es auch zu viel gewesen. Real Madrid ist schon mal die richtige Richtung hier. Eigentlich wäre es doch cool gewesen, wenn sie irgendwie pro Liga jeweils einen rausgebracht hätten. Vielleicht werden sie es, wie gesagt, im Mini-Release machen und dann pro Hauptliga haben wir dann ja im Endeffekt. Ja, obwohl, ja, Serie A fehlt noch. Ich weiß nicht, wie der Mini-Release aussieht. Vielleicht kommen 6 im Mini-Release. Wir werden es abwarten müssen. Schauen wir dann auf jeden Fall, wie es konkret aussieht. Aber ich glaube, da werden sich schon einige jetzt auch in den Kommentaren natürlich reingeschrieben haben. Wo sind denn bitte die Bundesligaspieler? Die fehlen natürlich gerade noch komplett. Ist doch die Frage, wer dann kommen würde, ne? Ja, müssen wir mal abwarten dann. Wind ist dabei. Ach, reine Spielerpacks, Bestes. Santos, da ist die mit der SBC, ist tradable. Und Kral auch. Sehr gut. Ein nur Discard. Und dann rein ins nächste Packs. 9 Zoch zu gehen. Haben wir noch ein großes hier hinten? 2 Stück. Oh, Freunde, jetzt kommt's langsam. Jetzt muss langsam mal hier was um die Ecke kommen. Come on. Valencia. Braucht man den SBCs aktuell. Und Onu Mono Pist. Untrade. Freunde. Also die Packs, die sind so voll, 7 seltene, da will gar keiner um die Ecke kommen. Da will keiner von den Special Karten um die Ecke kommen. Komm, egal wer es ist, EA, einfach einen um die Ecke bringen. Es wäre super. Wir würden uns alle freuen. One Bissaka, Untrades und damit eben. Komm, mach den Gönner-Modus an. Wir sind voll da. Volle Konzentration auf Triple Threat. England. ZOM, mach, hör mir doch auf. Kannst du keinem erzählen. Jetzt haben wir hier schon richtiger Troll, einfach Madison, der in den Objective Stars. Jetzt kriegen wir eine Karte, die in den Objective als Triple Threats am Start ist. Also, da muss doch jetzt einer um die Ecke kommen mit den Packs. Portugal. Ratingmäßig. Ach du Alarm. 281er. Was ist hier denn los? Wenn das jetzt 282er sind, ne, dann fresse ich einen Besen. Dann fresse ich einen absoluten Besen. 84er Scott und 84er Heuberg. Immerhin. Okay, ist untraded. Können wir kurz discarden. Also da wollen wir jetzt auch nicht in der SBC gehen, wenn es da nur einer ist oder so. Das brauchen wir nicht unbedingt machen. Gehen wir rein ins 83 Pluser. Let's go. Wieder nächstes Jahr als Frankreich. Stürmer. Lacker. Ich wollte gerade sagen, ist der nicht beim letzten, der war in Team 1, ne? Centurions Team 1 war der. War der nicht eben noch am Start? Der war bei, ich glaube, in 1 als Centurions gerade am Start. Haben wir aber noch nicht im Verein. Nehmen wir also gerne auf. 82x2er. Man bildet sich dann da auch immer einen drauf ein, ne? Mit der Farbe. Orban, haben wir den Trailer gezogen oder Untrade? Untrade oder. Ja, Trailer gezogen, okay. Nehmen wir mit. Nächstes Pack und jetzt eins davon ist das Free Pack, das andere nicht das Free Pack. Portugal again. Oh, Silver oder was? Jawollo! So sieht's doch aus. Sehr, sehr wild. Sehr, sehr wild, Friends. Sehr, sehr wild. Bissel Rating mal. Was um die. Ah, danach 283er. Aber der Walkout ist da. Und das zweite. Abfahrt. Nein. Ah, Frankreich. IV. Frankreich IV wäre schon mal Richtung Kimpembe gehen, ne? Aber es wird. Das ist natürlich das Worst-Case-Szenario, ne? Wenn wir ehrlich sind. Shaw, Strailable sogar 383er. Das wollen wir aus so einem Pack natürlich nicht sehen. Lass uns kurz reingehen in die Pro-Packs. Da haben wir sogar eine 100, ach wegen der Triple Threat, 133.333 Coins und 1.300, ganz ehrlich, böses Ding. Warum haben sie da jetzt nicht eigentlich 1.333 FIFA Points gemacht oder FC Points?
geiles Kartenpack-Design wieder. Also das können sie auf jeden Fall enthalten. 33 seltene Goldprofis, 3 garantierte 84 plus und eine dreifach gefahrene Hero-Wahl. Nennt dann Laie 1 von 3 Auswahl für 9 Partien. Alle Objekte sind bitte geht da nicht rein, Freunde der Sonne. Bitte, bitte lasst es lieber sein. Dann haben wir das Preview-Pack noch am Start. Und da gucken wir uns gleich alles um Triple Threat einmal an. England, IV, ja komm. Hey, what? Ist das die Frage? Es müsste Gomez. Ja, Freunde, wenn jetzt heute Tag 1 wäre, ne? Oh, 1000 Münzen. Mal einen Coins-Boost immerhin. Mal einen Coins-Boost. Aber werden wir trotzdem wahrscheinlich, wird sich nicht lohnen, das Ganze mitzunehmen. So, machen wir weiter, Freunde. Wir sind auch noch nicht am Ende des Videos. Also, wir wollen uns anschauen, wie sieht's aus. Auf der offiziellen EA-Seite. Wir haben hier nochmal den Loading-Screen am Start. Für alle, für euch nochmal hier zum Sehen, wer ist in Packs verfügbar. Und da hat EA dann eben auf der offiziellen EA-Seite einmal hier eine Info und eben hier auch nochmal komplett Mannschaft 1 eben eingeblendet für alle, die da Bescheid wissen wollen. Also 3 Sterne vom gleichen Verein. Ins Deutsche jetzt hier, wie gesagt, übersetzt 3 Stars. Schaffen Sie mit Triple Threat mehr Dreiecke auf dem Spielfeld. Fußballtrios besteht aus Spielern desselben Vereins aus dem Männer-Frauen-Fußball früher und heute, um neue Möglichkeiten für den Kaderaufbau eben zu erschließen. Nutze Sie diese Dreiecke, um eben Zusammenhalt auf dem Spielfeld und die Chemie in Ihrem Ultimate-Team zu schaffen und Ihren Kader auf neue Weise mit einzigartigen Club-Links zu vereinen. Grundsätzlich ein geiles Prinzip, finde ich gar nicht mal so schlecht. So, melden Sie sich bei Ultimate Team ein, um eine dreifache Belohnung zu erhalten. Okay, spielen Sie Ultimate Team während der Triple Threat Woche und erhalten Sie einen dreiteiligen Boost für Ihren Kader. Ein 3,8 plus Player Pack mit einem Spielertrio stärkt Ihren Verein und feiert die Dreierregel im Fußball. Okay, also wir haben das 83x3er-Pack bekommen aufgrund dieser Triple-Threat-Geschichte. Ich finde ja, und da bleibe ich auch dabei, jede Woche Freitag könnten sie, und wenn es nur ein 83x3er-Pack ist, aber jede Woche Freitag einfach so ein Free-Pack gönnen, würde keinem schaden. Aber gut, natürlich jetzt natürlich passend mit dem 3er-Pack fürs Trio-Event oder Triple-Threat-Promo dreifach, passt natürlich thematisch sehr, sehr gut. Dann haben sie hier noch als Info, bauen sie ein Trio mit dreifacher Bedrohung auf und verdienen sie Belohnungen. Genießen sie eine einzigartige Reihe von Triple-Threat-Szenen rund um ein Spurs-Trio. Aha, das ist jetzt die Aufgabe wahrscheinlich, die es ihnen ermöglicht, ihr Tottenham-Dreieck aufzubauen und auf Belohnungen zu erspielen. Also, schalten Sie über Squad-Building-Challenges 2 Teile des Trios frei, haben uns eben angeschaut, und spielen Sie gegen den letzten Zielspieler, bevor Sie verschiedene Kombinationen dieser Triple-Threat-Spieler einsetzen, um eine Reihe von Paketbelohnungen freizuschalten, die Ihr Ultimate-Team verstärken. Also, wir halten hier nochmal fest, es waren ja, glaube ich, 10 Games mit King. Also wir müssen, wenn wir das Ganze wirklich dann machen wollen, also ich meine, wenn ihr Hardcore-Tottenham-Fan seid beispielsweise, werdet ihr King jetzt schon abgeschlossen haben wahrscheinlich und die Neville-Geschichte sowieso. Und dann holt ihr euch natürlich generell auch diese 3 Spieler und natürlich dann auch die weiteren Pack-Boni-Rewards für eben, ja, um euch quasi die Belohnung abzuholen. Ja, und das haben wir hier auf jeden Fall am Start. Melden Sie sich, vor dem 17. November heißt es hier eben an, um dieses Triple Threat Paket zu erhalten, was wahrscheinlich eben jetzt alle for free bekommen haben. Auch das good to know für die Leute, die hier noch kein EA FC haben. Ja, weg davon, Freunde, würde ich sagen, gehen wir rein jetzt hier zu Footbit, was hoffentlich diesmal hoffentlich schneller funktioniert. Fangen wir an mit dem SBC-Überblick. Jetzt fängt es wieder an zu laden, Friends. Oh, bitte, bitte sei heute schneller als die letzten Tage, Footbit. Also, wir haben Salah draußen, no, 1 Million Coins, das ist natürlich, also das ist wirklich mehr als 50-50-Ding, werden wir gleich noch drüber reden. Dann haben wir Martinez am Start, da gehe ich definitiv mit, 89% sehe ich hier gerade, 100k, das sind gut investierte 100k. Eine 4-Sterne-Karte, Freunde, ich sag's euch, wie es ist, vielleicht hat er auch schon eine Martinez-Special-Karte spielen können. Martinez sehr, 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 sehr wild und für die 30 Tage, wo die SBC jetzt da ist, auf jeden Fall eine Überlegung wert, den mitzunehmen. Und wenn nur auf der Bank, er wird auf jeden Fall von Stats her sich lohnen. Auch dazu gleich mehr. Dann aber Ledley King tatsächlich in Anführungsstrichen nur 100k pro SBC quasi, 4 Segmente, 400k. Und dann haben wir die Upgrade-Geschichte, ich denke, die einfach mitnehmen. Die Lohngeschichte, um allein die ersten Aufgaben schon mal ready zu machen, bevor man dann in die SBC geht. Ich habe es eben gesagt, wenn man natürlich Spurs-Fan ist, dann hat man die beiden SBCs relativ schnell abgehakt. Und dann kommt auch relativ gut Neville an, würde ich auch mitgehen, weil wir halt hier eine günstige Squad-Building-Challenge haben. Und für das, was man bekommt, eine 88er-Gewählte Karte, das ist keine 85er oder 86er-Gewählte Karte,
gar nicht mal so schlecht und sie sah wirklich sehr ausgeglichen aus. Dann auch am Start, da ist die Frage, ob man reingehen will oder nicht. Für ein Team of the Week, man kann Glück haben, man muss nicht Glück haben. Kann man machen, 82 plus Team of the Week Player Pick, würde ich auch jetzt erstmal nicht schlecht reden. Die Frage ist, wie sieht es aus mit den Spielern, die jetzt am Start sind? Da wollen wir erstmal mit anfangen, bevor wir gleich das komplette Team uns anschauen. Heißt, wir gucken uns King an, wir gucken uns Neville an und zum anderen natürlich Salah und Martinez, die beiden POTMs, die am Start sind. Okay, Freunde, also Footbin lädt überhaupt nicht und damit wir hier irgendwie vorankommen, werden wir auf jeden Fall gleich bei FootGG einfach reinschauen und uns die Upgrades anschauen. Vorweg möchte ich mit euch noch gemeinsam reingehen, bevor ich es vergesse, und zwar zu den neuen Evolutions, denn da haben wir auch was Neues am Start, zwar die Außenverteidiger-Profi-Geschichte. Ihr seht's, thematisch auch hier wieder an Triple Threat angehalten. Wie sieht's aus? Booster ein Rechtsverteidiger-Profi eben mit drei neuen Spielszenen. Auch hier wieder drei, das große Thema quasi. Und hier haben wir jetzt als Beispiel einen Montiel zum Beispiel am Start. Gucken wir auch gleich nochmal genauer rein, wie das Ganze aussieht. Hier maximal 84er Gesamtrating, die Voraussetzung Tempo maximal 83, maximal 84 Def, maximal 92 passen. IV unzulässig, interessant, auch das mit drin zu haben. Und Position Rechtsverteidiger. Anzahl Spieler, Spielstile sind 7. Hier werde ich, wenn ihr Lust habt, schreibt es mir in die Kommentare, auf hier morgen ein separates Video zu machen. Wollte ich euch nur kurz zeigen, neue Evolution-Geschichte natürlich auch am Start. Scheint jetzt immer freitags auf jeden Fall der Fall zu sein. Falls ihr dann separates Video mit dem Besten quasi, die man wählen kann, haben wollt, werde ich das gerne morgen für euch ready machen. So, aber das auf jeden Fall wichtig zu wissen, dreifache Gefahr, AV-Profi ist mit dabei und Montiel als Beispiel, neue Evolution auch zu holen. So, jetzt aber, Freunde der Sonne, jetzt aber wollen wir uns anschauen, wie sieht es hiermit aus? Ja, mit den Teams bei Footbin lädt überhaupt nichts. Jetzt hat es hier geladen. Neville beispielsweise können wir uns das hier nochmal upgraden, anschauen, was hier besser ist. Und King, die Seite hat, glaube ich, auch geladen. Also fangen wir mal an. Also 3 Sterne, 4 Sterne Neville, 7 Pace, 6 Schuss, 4 Passen, 5 Dribbling, 2 Def und 4er Physis. Also ich würde sagen, das auf jeden Fall ein Big Win. Ledley Kim haben wir dann am Start. Wie gesagt, die 86er Grade war es ja vorher. Ein ganz ordentliches Upgrade. Ich meine, die 86er geratete kostet jetzt noch 93k. Ist natürlich jetzt durch den Leak richtig gefallen. Aber um ehrlich zu sein, wenn man alles drei zusammennimmt, wir haben Madison auf der einen Seite, wir haben King und dann die Neville-Geschichte plus die ganzen Packs, die frei zu spielen sind, würde ich diese komplette Objective-Geschichte, also mit den Objectives, mit den beiden SBCs, tatsächlich eher als Win betiteln, Freunde, muss ich euch ehrlich sagen. Also klar sind das jetzt hier eine teure 400k für King, aber in der Kombination, dass ihr euch mit dem dann halt auch die Packs freispielen könnt oder mit den drei dann zusammen die Packs freispielen könnt. Also die Objective-Geschichte werdet ihr auf jeden Fall machen. Neville für mich quasi auch geschenkt. Und dann das Einzige, was teuer ist, die King-Geschichte. Da könnt ihr in ein Squad zum Beispiel, ich habe mir auch zum Beispiel die POTM Madison-Karte direkt reinknallen, als SBC-Futter, weil er durch die Objects natürlich eine bessere Karte direkt ranholt, ja. Und dann sind wir bei Madison, der, wie gesagt, hier den POTM hat. Und das sieht mal gar nicht so schlecht aus. Guck mal, 5 Antritt. Ey, was hat ihr denn hier gemacht? Noch mehr Antritt und Sprintgeschwindigkeit auseinandergepackt. 5 Antritt, 1 Sprintgeschwindigkeit. 2 Passen, 1 Schuss, 2 Dribbling, 1 Def, 1 Physis. Okay, sehr interessant. 4 Sterne sowieso. Klar, sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, die Kombination aus allen drei, das muss man auch immer sehen. Den jetzt nicht nur einzeln sehen, Madison, okay, die eine Objective-Geschichte, schön und gut. Aber eben die Kombination aus allen dreien gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich sehe gerade, Salah und Martinez, die Seite haben dann doch endlich geladen. Perfekt, wenn wir bei den Evos waren. Also hier haben wir einen kleinen Unterschied mit Passen und Physis. 1-2 Unterschiede sind da am Start. Und ich kann mir auch da nicht vorstellen, ja, 82k jetzt gefallen, war bei 900k. Also, die haben sich schon sehr natürlich hieran orientiert. Ja, die waren bei 1 Million ungefähr. Insofern ist der Preis, und da würde ich dann auch mitgehen mit der Community hier bei Footbin, es ist 50-50, Freunde. Und insofern nicht eine overpriced SBC. Ich glaube, darauf können wir uns gemeinsam auf jeden Fall einigen. Es ist keine Overpriced SBC. 95 Positioning, 95. Es ist eine Salah-Karte, Freunde. Und der Preis ist nicht overpriced. Und Martinez sowieso nicht. Meiner Meinung nach auf jeden Fall der für mich ein dickes Muss. Er hat schon den Team of the Week. Vielleicht habt ihr ihn gespielt, vielleicht auch nicht. Da nochmal ein ganz normales Upgrade drauf auf die ganze Geschichte. Und wie ich finde, für den Preis, wie gesagt, ich kann mich dann wiederholen,
macht ihr da nichts falsch. Vier Sterne. Sehr, sehr nice Steps. Also das auf jeden Fall schon mal ein riesen Win. So, jetzt versuchen wir mal erneut hier reinzugehen. Und zwar zum einen, wir haben sich in den Kadern quasi neue Spieler, um zu gucken, wer ist da und wie sehen sie denn aus, die neuen wunderbaren Karten. Also gehen wir da mal kurz durch. Also Greenwood, Karachal, Kimpembe, Wahnsinn. Kimpembe am Start, Grealish. Und die haben wir, Kachaoui haben wir noch nicht. Und es lädt tatsächlich, ja, perfekt, Freunde. EA, beziehungsweise jetzt die Footbin, hat tatsächlich dann doch noch die Server angemacht. Also, Kuvu ist am Start für 610k, fangen wir damit mal an, Freunde der Sonne. Die Heroes, die generell am Start sind, wisst ihr. Und dann kann man sich ja fast schon denken, was da so als Triple Threat Mini-Release-Team 2 kommen könnte. Also bin ich sehr gespannt. 4 Sterne, 3 Sterne, Kuvu. Ja, ich meine, was soll ich dazu sagen? Es ist eine Kuvu-Karte, ein weiteres Upgrade. Ich glaube, da können wir uns generell darauf einigen, dass es natürlich ein riesen Win ist. Machen wir mal gerade weiter mit, wo sind wir am Start? Hier, Kachaoui. Da haben wir Simeon hier am Start. Kachaoui, 580k. Eine weitere Franzosenkarte, 4 Sterne. Sie hatte schon, das habe ich die Tage schon thematisiert, natürlich diese Info-Karte, die unfassbar gut war. Die Base-Karte habe ich persönlich auch gehabt, ist auch unfassbar gut. Ich freue mich persönlich sehr, dass sie jetzt hier eine weitere Special-Karte am Start. Guckt, ich meine, die Stats sprechen für sich. Ja, da brauchen wir uns nicht drauf. Also wir können einfach festhalten, plus 1, plus 2 Upgrades, ganz normale Upgrades da am Start. Playstyle glaube ich jetzt auch nicht, dass sich da... Hat sich da was verändert? Ja, wir gucken mal gerade drauf. 7 an hier auf jeden Fall dabei. Und hier haben wir jetzt... Playstyle Plus. Ah, wenn es lädt. Da haben wir es vorhin in der Sonne. Quickstep. Und unabhängig davon, okay, dann ist das Ganze jetzt trotzdem noch 7 insgesamt zusammen. Okay, das ist interessant, dass sie wahrscheinlich deshalb, weil sie jetzt die Stats quasi so geboostet hat, dass sie dann Playstyle Plus quasi die Bedingungen erfüllt sozusagen. Sehr interessant. Müssen wir ein Auge drauf werfen. Auch hier Playstyle Plus bei Grealish. Finesse Shot. Plus 3. Oh mein Gott, Lord. Okay, der hat jetzt zumindest mal ehrlich Tempo am Start. Okay, jetzt geht's los, Freunde der Sonne. Jetzt geht es tatsächlich los. Was haben wir insgesamt? 5 Stück mit Playstyle Plus. Press Proven. Okay, und 4 insgesamt hatte er vorhin. Jetzt Finesse Shot. Das ist natürlich tatsächlich ein Game Changer. Dribbling Stats, unfassbar. Also das ist jetzt irgendwie mal eine Greenish, eine erste spielbare Karte von dem Kollegen. Thiago, oh, da bin ich jetzt sehr gespannt. Tempo Boost, sehe ich das schon. Ah, 19 Base, 21 Antritt, 17 Spritgeschwindigkeit. Ja, ehrlich. Und auch hier der Playstyle Plus. First Touch ist aber in dem Fall jetzt hier geblieben. Also interessant. 5 Sterne Fähigkeiten. Ich glaube, da brauche ich ja gar nichts zu sagen zu Thiago sonst. Wichtig war einfach bei der Special Card natürlich, dass er einen Tempo Boost kriegt. Ne? Das ist ganz, ganz klar. Und auch sonst sieht es gut aus. Ja, plus 3, plus 4 haben wir damit am Start. Also sehr, sehr gute Geschichte auf jeden Fall. Cascarino haben wir dann. Oh my good lord. Gute Nacht, Marie. Okay, ich bin raus. Freunde, was macht ihr? Wir haben den 10.11. Wo will EA mit uns hier hin? Das ist das, was ich mich frage. Ey. Und auch sie wieder so gute Dribbling-Stats. Ach, du heilige Mutter Teresa. Quickstep, Trivella, hat sie Flair Technical. Heilige Mutter Teresa. Boah, 96 GT, 95. Wie groß ist sie? 1,64. Eieieiei. Freunde. Dann Kim Kemp. Das kannst du eigentlich keinem erzählen. Ne? Kim Pembe am Start. Jetzt schon. Mit der ersten Special Card. Mit einem plus 4. 86er Gold. Kim Pembe. Warum hat er kein dynamisches Bild? Wir haben es eben schon auf dem Loading-Screen auch gesehen. Wieso hat er kein dynamisches Bild? Irgendwas ist da schiefgelaufen. Inge haben wir es auch schon gesehen. Ich hoffe, er kriegt da auf jeden Fall noch eins. Kimpembe am Start. Ja, was soll ich dazu sagen? 86er Reaction hat er jetzt am Start. Also Kimpembe ist back. Mehr brauche ich an dieser Geschichte, glaube ich, einfach nicht sagen. Kimpembe ist zurück, Freunde. Carvajal. Oh, hat er noch keinen Preis? Ah, doch. 130k. 3 Sterne haben wir am Start. Sehr ausgeglichen. Irgendwas, was herausragt. Ich meine, es ist ein ganz normales 4. Ja, hier und da der Schuss. Okay, 5. Ja, 5er, aber 4er setzen sich durch. Und dann out of nowhere 8 Positioning, 8 Schusspower, was da um die Ecke kommt. Aber Rechtsverteidigerkarte. Also auch hier geht es bei Carvajal
langsam in die Richtung, oder was heißt langsam in die Richtung, jetzt, vor allen Dingen jetzt auch schon, aber in eine spielbare Karte. Ich meine, die 82er Grace ist halt eine 82er gewählte Karte gewesen am Ende des Tages. Ja, aber jetzt geht's halt hier richtig los. Und dann hast du halt direkt andere Optionen mit dabei, quasi jetzt die Dreiecke da zu bilden. Das ist schon echt eine coole Thematik. Hier haben wir jetzt IV und Linksverteidiger am Start. Greenwoods generell auch schon eine gute Karte. Und die wird ja 91er Innenverteidiger. Also das ist das Einzige, was wir jetzt sagen können, Reaction Stat muss doch höher gehen. Aber sie ist halt 1,67, ne? Und deshalb ist sie ganz klar hier auf dem Preis. Also die spielt keiner mit der Körpergröße als Innenverteidiger. Das kann mir auch kein anderer erzählen. Generell das Problem bei den Frauen leider. 4 Sterne. Oh, die hat auch wieder hier, guck mal. Gute Agility und Balance Stats. Gut, die sind alle klein. 1,57 ist sie. 84er Composure Stat. 82k. Sieht nach einer interessanten Karte aus, aber vor allen Dingen, weil sie Forster hat als Offensivkarte. Aber auch hier wieder schwierig, das Ganze zu kombinieren. Gallagher ist dann der Mann. Hier bei Chelsea, gucken wir da auf den Preis, 33k, woran liegt's? Okay, auf jeden Fall Agility und Balance, 1,82 groß, 79er Composure auch nur und dann insgesamt zwar ausgeglichen. Ja, okay, mit Enko sieht er sogar ganz okay aus. Aber jetzt keiner, er hat zumindest eine 99 Stamina, 6 draufgekriegt. Gucken wir gerade ohne Dings drauf, einen Boost. Der Boost ist halt heftig, aber er bräuchte noch so ein, zwei Karten und... Und dann geht's langsam in die richtige Richtung, aber ich weiß, was sie hier auf jeden Fall hier vorhatte mit ihm. Dann aber von Real Madrid, Atenea, aber am Start 75k, 9 Sterne insgesamt, schon mal Big Win, aber was ich hier direkt schon sehe, absoluter Upturn. Wie viel kostet die 75k? Ja, krass, dass sie nicht günstiger ist. 76 Agility geht gar nicht, 77 Balance geht gar nicht, 76 Composure geht gar nicht. Also da sind zwar hier und da ein paar gute Stats dabei, Heading ist über 90, Tempo ist da, aber nein. Nein, das tue ich mir nicht an. Nein, da können wir direkt weiter. Kiernan, von Silber geboostet. LM, Mittelstürmer, Stürmer und ZOM. Ah, das feiere, sowas feiere ich ja direkt schon wieder, aber grundsätzlich, also, die ist doch bei 151, aber warum? Warum ist sie bei 100, ist das for real? Chipshot, Technical, Rapid Flare. Okay, was verpasse ich? Was habe ich verpasst? Okay, sie hat ordentlich Tempo. Sie hat sehr gut ausgeglichenen Schuss. 86er Schuss. 90G, okay. Aber hallo, sieht den Composure Stat überhaupt keiner? What am I missing here? I don't understand. Ah, okay. Okay, jetzt sehe ich es. 150 Max Price Range. Auch hier 75k bei Atenea. Ah, die Price Range ist schuld. Die Price Range ist schuld. Ja, Composure ist natürlich bodenlos. Also, Freunde, ich sehe doch, dass sie 59 Composure auf der Karte hat. Was hätte es jetzt geändert, wenn sie irgendwas mit 70er, wenn sie irgendwas mit 70 oder mit 80 Composure gegeben hätten? Wer ist das gewesen? Wäre das so schlimm gewesen? Verstehe ich teilweise nicht. Dann haben wir Kakare am Start. Die können wir tatsächlich auch in Box-to-Box-Mittelfeld wieder reinpacken. Interessant. Ja, und der ist sehr ausgeglichen. Also von der 78 hochgeboostet, 7 6er Boost, 11 Physis. Wow. Krass. Guck mal, und auch hier, ey, sie geben ihm 99 Stamina. Wichtig. 92 Agility, 91 Balance. Mit dem richtigen Chemistry-Style. Wo haben wir Enko am Start? Muss die Ex an, also sogar Explosive. Für den Preis, Preis-Leistung, not bad. Not bad. Dann haben wir Ginola am Start, die Heroes-Freunde. Gehen wir kurz durch, da braucht man nicht großartig zu sagen. Die sind alle absolut win. 200k Morientes. Morientes, sehr, sehr nice. 4 Sterne, können wir sehr gut mitarbeiten. Cole, auch Forster, plus 2, plus 1. Sehr, sehr geiles Kartendesign, sehr, sehr geile Karte an sich. Yaya Touré, brauche ich sowieso nichts zu sagen, ist Yaya Touré. 1 plus 1 zieht sich hier auch teilweise durch, nur plus 2 Pace, was wir noch als Edition dazu kriegen. Also alles jetzt über 80 oder höher. 4 Sterne, absoluter wilder Spieler. Dann haben wir in Anführungsstrichen den kleinen Hero Coit, ja, weil er quasi die uninteressanteste Karte meiner Meinung nach dann eventuell ist. Aber nichtsdestotrotz, Hero
Triple Threat Hero ist Triple Threat Hero und insofern sollten wir uns da definitiv nicht beschweren. Und dann aber wieder Guru am Start. Also ich muss es euch wirklich sagen, Freunde, an dieser Stelle, das Team sieht sehr, 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 sehr gut aus. Die Thematik von EA ist eine sehr, sehr gute und ich bin absolut ready, da auf jeden Fall einige von zu ziehen. Ich freue mich sehr darauf und vielleicht habt ihr heute schon Glück und konntet einen eventuell ziehen. Wie gesagt, hier zu der Evo-Geschichte werden wir dann das Ganze nochmal thematisieren, wenn ihr da Lust drauf haben solltet. SBC-Content haben wir abgehakt und dann, ja, finde ich wirklich die Zielgeschichte sehr, sehr interessant von EA. Lasst mich gerne eure Meinung wissen zum heutigen EAFC-Content. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne Liebe da. Dankeschön dafür und Support. Jetzt, interessanterweise, SC Pro Open, das Video von heute Mittag. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, connectet euren EA-Account und Twitch-Account. Checkt ab, ob das Ganze verbunden ist. Auch das zeige ich euch im Video, wie das Ganze funktioniert. Checkt es bei Twitch ab, checkt es bei EA ab, wie das Ganze funktioniert. Hier im Video. Checkt es also ab, es lohnt sich. Und dann bekommt ihr auf jeden Fall auch die Packs in den Zielen. Bis morgen, euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.